Jo. Tubes, welche Tubes nimmt man? Naja, das ist halt die Kugelgröße. Also müssen eine 7er sein, 8er, eine viel größere, noch eine größere. Oder ob ihr Glasmurmeln schleudert oder sowas. Nein, ist keine goldene, ist von 9 Gramm ja, Titanlegierung oder sowas wohl drüber gezogen. Oder halt, wie jetzt die Frage, kleine Plastik-BBs. Also die Dinger halt gewichtstechnisch null. So, bei den Flachbändern gehen wir halt hin und schneiden die von der Breite je nach Gewicht. Tja, bei den Tubes, bei den Schläuchchen, können wir halt nichts schneiden. Aber wir können halt gucken, oder ihr könnt halt gucken, dass man da welche nimmt mit ja, wenig Latex. Weil großes Auszugsgewicht und sowas brauchen wir nicht. So, lassen wir die nochmal da. Die mit Latex, also die großen nicht. Dann hier die kleinen China-Teilchen, beziehungsweise bei den BBs, nur mal so als Vergleich. Das wären die, also die stecke ich da ganz gerne rein zum Halten. Bei den BBs würde ich eventuell auf anderes Latex hingehen. Auf dieses. Noch viel süßer, noch viel kleiner. Mit kleinem Löchelchen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Könnt ihr ja mal machen. Soll sich bis zum 800-fachen dehnen. Also richtig, richtig doll. Und ja, noch nicht ausprobiert. Also ich nehme das Zeug zum Anbinden. Für dieses Bill Hayes Anbindeverfahren. Da ist hier was Hartes dran, also ich habe hier ein Stück Draht dran. Da wird eine Schlaufe mitgemacht, wird rumgewickelt und bei der letzten Wicklung nicht wie sonst unter die Schnur reingemacht, sondern hier in die Schlaufe rein und dann hält er schon. Aber könnt ihr mal gucken. Also gibt es im Angelshop. Ich glaube, das wäre das Richtige für Bibis. Tut auf jeden Fall den Fingern weh beim Schnipsen. Hihi.